Sehr gut, Carsten. Dann sagen wir doch einfach unentschieden und gehen weiter. Die Admiral-Bundesliga hat ja Fahrt aufgenommen und das Gleiche gilt für unseren Marcel, denn in der Alpenliga, da kennt er sich aus wie kein Zweiter. Hallo Marcel. Grüß Gott, Carsten. Ich weiß, worauf du anspielst, aber ich würde gern von dir hören, mit wie viel Units ich im Plus war. Das weiß ich nicht, aber du hast von 5 bzw. von 6 hast du 5 richtige getippt, also das ist schon mal aller Ehren wert. Absolut. Ja, schauen wir uns gerne mal an in der Übersicht. 6 abgegebene Tipps. Du hast es gesagt, Carsten. 5 davon waren richtig. Der einzige Tipp, der falsch war, war, dass ich gesagt habe, dass Salzburg die Partie gegen Blau-Weiß Linz relativ souverän mit ein paar Zusätzen gewinnen wird. Da habe ich allerdings nur eine Unit drauf gesetzt und dementsprechend kommt am Ende dann das Gesamtergebnis raus. Das seht ihr jetzt in der Übersicht. Plus fast 13 Units bei nur 14 eingesetzten Units. Also das ist wirklich eine super Bilanz. Fast den Einsatz verdoppelt in diesen 6 Spielen. Und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Niveau ansatzweise halten kann, wenngleich das natürlich extrem schwer werden wird. Du kannst nur an den Anforderungen wachsen, an den Ansprüchen, das sage ich dir. Ja? Vienna is calling. Also, wir haben mal wieder ein Derby in Wien. Rapid empfängt die Austria. Normal muss man da unentschieden sagen und kommt weiter. Sehr gut, Carsten. Dann sagen wir doch einfach unentschieden und gehen weiter. Ja, aber ein bisschen mehr musst du mir schon bringen. Okay, ein bisschen mehr bringe ich dir. Dann bringe ich dir erstmal das Hauptargument dafür, dass diese Partie tatsächlich wieder unentschieden endet, nämlich 9 der letzten 12 Wiener Derbys in der österreichischen Bundesliga endeten mit einem X, also ohne Sieger, also unentschieden. Remis. Ja, Punkteteilung. Alles das, was du hören möchtest, Carsten. Hinzu kommt, dass es natürlich ein unfassbar, 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 unfassbar wichtiges Spiel für beide Mannschaften ist, denn wir befinden uns 3 Tage oder 3 Spieltage vor dem Ende der regulären Saison. Und es geht um die Top 6, das heißt, es geht darum, wer nach der Ligateilung in den Top 6 spielen darf und wer in den unteren 6 spielen muss. Und momentan steht Rapid auf Position 6, Austria Wien auf Position 7. Ein Punkt trennt diese beiden Mannschaften und es deutet sich wirklich, deutet sich wirklich an, dass zwischen diesen beiden Mannschaften der letzte Platz vergeben werden wird für die Meisterrunde. Und dementsprechend glaube ich auch, dass da keine Mannschaft ganz groß ins Risiko gehen will, wenngleich man sagen muss, sowohl Robert Klaus auf Rapid-Seite als auch sein deutscher Kollege Michael Wimmer auf Austria-Seite sind eigentlich schon Trainer, die eher den offensiven Fußball bevorzugen. Aber, wie gesagt, Risiko darf nicht zu hoch gewählt werden, weil man eben nicht in Rückstand geraten möchte, weil das schon ja, ein deutlicher Nachteil dann sein könnte für den weiteren Spielverlauf. Und deswegen sage ich tatsächlich, das Spiel wird unentschieden enden. Dafür gibt es eine Quote von 3,45. Da gehe ich mit einer Unit dann noch drauf und verbleibe nochmal mit dem Hinweis, dass die Bayern meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht haben, indem sie Franz Kretzig schon für die Rückrunde abgegeben haben. Denn für mich ist er sogar jemand, der bei den Bayern momentan spielen würde. Okay, das ist jetzt vielleicht aktuell kein großes Qualitätsmerkmal, aber bei der Austria Wien hat er ein Tor vorbereitet im ersten Spiel. Letzte Woche hat er als Schiedsspieler sogar selbst getroffen und der junge Mann wird noch groß von sich reden machen. Siehst du, auch da kann man über Wien vielleicht dann nochmal ganz groß rauskommen. Jetzt haben wir den LASK gegen Wolfsberg. Und beim LASK, Carsten, da stottert der Offensivmotor. Ja, das muss man einfach so sagen. Sie haben dreimal gespielt nach der Winterpause, sind im Pokal rausgeflogen, haben in der Liga nur zweimal unentschieden gespielt. Letzte Woche gab es ein 0:0 gegen Hartberg, wo man sogar 20 Minuten noch in Überzahl agiert hat, aber man hat einfach keine Lösungen gefunden. Lag unter anderem aber auch daran, dass der beste Scorer, Robert Jui, der ehemalige Bochumer, gefehlt hat aufgrund einer Erkrankung. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Dementsprechend wird es mit der Offensive sicherlich auch wieder etwas besser aussehen. Aber es geht gegen Wolfsberg und diese nicht zu unterschätzen. Haben letzte Woche 4:1 gewonnen. Doppeltorschütze Tierno Bayo. Ja, auch jemand, der ganz interessant ist. Junger Stürmer, der auf jeden Fall auch noch für Furore sorgen könnte in anderen europäischen Top-Ligen. Und ich sage trotzdem, der Last vor heimischer Kulisse ist in der Regel wirklich sehr, sehr stark und sehr schwer zu bezwingen. Und deswegen 1x und unter 1,5 in der ersten Halbzeit zu einer Quote von 1,80 bei 4 Units als Einsatz. RB Salzburg ist nach wie vor hauchdünn Tabellenführer in Österreich, aber sie werden zunächst mal heilfroh sein, dass sie die beiden Spiele gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz hinter sich haben. Im Hinspiel Heimniederlage 0:1, vergangenes Wochenende ein Unentschieden 1:1. Da kommt es vielleicht super rein, dass jetzt der abgeschlagene Tabellenletzte Austria Lustenau kommt, Aufbaugegner.
Ja, würde ich auf jeden Fall so komplett unterstreichen, was du gesagt hast, Carsten. Was das Ganze sogar noch ein Stück weit kurioser macht, ist die Tatsache, dass Salzburg letzte Woche gegen Linz nach nicht mal einer Minute 1-0 in Führung gegangen ist. Peter Radkoff hatte getroffen zum 1-0, allerdings 10 Minuten später gab es ja schon das 1-1 und dann hat man sich einfach die Zähne ausgebissen an der Blau-Weiß-Linz-Defensive. Zeigt allerdings auch, dass Salzburg längst nicht so dominant ist wie in den letzten Jahren. Das muss man einfach mal so festhalten. Aber, und da gebe ich dir auch wiederum völlig recht, Lustenau ist natürlich jetzt der passende Gegner, der Aufbaugegner, denn Lustenau hat in 6 der letzten 7 Auswärtsspiele in der Bundesliga keinen einzigen Treffer markiert. Lustenau ist nach wie vor der abgeschlagene Tabellenletzte und Lustenau hat auch das Hinspiel gegen Salzburg bereits mit 0-4 verloren. Und dementsprechend muss man jetzt aufgrund der niedrigen Quoten etwas kreativer werden und da sage ich dann einfach, dass Salzburg diese Partie zu 0 gewinnen wird und mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Und dafür bekommen wir eine Quote von 2,07 bei 2 Units als Einsatz. Und wir machen weiter mit Altach gegen Hartberg. Alltag stellt die zweitschlechteste Defensive in der österreichischen Bundesliga, haben insgesamt erst 15 Treffer markiert und sie blieben sogar in 7 der letzten 11 Spiele ohne eigenen Treffer. Und jetzt geht es gegen Hartberg, die letzte Woche gezeigt haben, dass sie gut verteidigen können, die aber allgemein über die gesamte Saison hinweg schon gezeigt haben, dass sie tatsächlich ein Kandidat für das europäische Geschäft sind. Und das durchaus überraschend. Auswärts haben sie bislang schon 3 Spiele gewonnen, haben schon 16 Treffer markiert. Also ich traue Hartberg auf jeden Fall mindestens mal einen Punkt zu in Alltag. Und deswegen doppelte Chance x2 in Verbindung damit, dass maximal 3 Tore fallen. 2,05 die Quote und 2 Units mein Einsatz. Sturm Graz, die hätten eigentlich schon Tabellenführer sein können, wenn sie die Chancen genutzt hätten. Die sind jetzt unterwegs und zwar in Tirol. Ähnliche Konstellation wie Salzburg gegen Lustenau, denn auch Tirol ist ganz weit unten. Ja, und Tirol ist vielleicht sogar noch ein Stück weit schlechter in Form als Lustenau, denn die ersten beiden Spiele im neuen Kalenderjahr gingen deutlich verloren. Man hatte 0-2 verloren und 1-4 verloren. Also 1-6 Tore nach 2 Spieltagen, 0 Punkte. Da, ja, wird es dann wirklich ganz düster im Tabellenkeller für Tirol. Allgemein muss man sagen, sie haben 7 ihrer 9 Heimspiele auch verloren und sogar 20 Gegentreffer in diesen 9 Partien kassiert. Also mehr als 2 im Schnitt. Und ja, Sturm Graz, die sind am Donnerstagabend noch in der Conference League gefordert gegen Slovan Bratislava, haben da das Hinspiel aber auch 4-1 sehr erfolgreich gestaltet und sind dementsprechend schon mit 1,5 Beinen im Achtelfinale. Und deswegen sage ich auch, dass Sturm Graz jetzt mit dem Selbstvertrauen im Rücken in Tirol gewinnen wird. Das Ganze allerdings nicht so deutlich, wie das vielleicht viele erwarten. Und deswegen kombiniere ich den Auswärtssieg der Steirer mit dem unter 4,5 bei einer Quote von 1,95 und 3 Units als Einsatz. Austria Klagenfurt ist Gastgeber für das Überraschungsteam für Blau-Weiß Linz. Und Carsten, wenn wir schon bei Talenten sind, beziehungsweise bei interessanten Spielern, die wir kurz immer mal gerne vorstellen in der österreichischen Bundesliga, sind wir natürlich auch bei Sinan Karvajna. Ja, 24-jähriger Deutsch-Türke mit einem deutschen Pass, Stürmer, aktuell alleiniger Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga. Hat schon 10 Treffer markiert in der laufenden Saison und er ist sicherlich auch jemand, der bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel stehen wird, vielleicht auch Zweitligisten, je nachdem, ob er wieder nach Deutschland wechseln möchte. Fakt ist, er ist die offensive Lebensversicherung von der Austria aus Klagenfurt und einer der Gründe, weshalb die Mannschaft von Peter Packholt erneut von der Top 6 träumen darf. Und momentan deutet wirklich auch vieles darauf hin, dass sie in der Top 6 bleiben werden. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Klagenfurt die letzten beiden Spiele in der regulären Spielzeit nächste Woche gegen Salzburg und darauf die Woche gegen Rapid Wien haben wird. Das heißt, sie werden gut beraten, jetzt dieses vermeintliche Pflichtheimspiel oder diesen vermeintlichen Pflichtsieg zu landen gegen Blau-Weiß Linz. Und ich sage, genau das wird ihnen auch gelingen, weil Linz auswärts nicht ganz so stark ist wie zu Hause und zuletzt auch mit 2 Unentschieden gestartet, was ordentlich war, aber eben auch nicht so gut, dass man sagen muss, sie gewinnen jetzt in Klagenfurt. Und deswegen sage ich 2,25 Sieg Klagenfurt, 2 Units als Einsatz. Vielen Dank dem Alpen Marcello, der ja 13 Units erwirtschaftet hat am letzten Spieltag in der Admiral-Bundesliga. Hier ist die Übersicht für den kommenden Spieltag. Und euch ein schönes Wochenende.